Hi und herzlich willkommen bei meinem nächsten Vlog. In diesem Vlog möchte ich mal darüber reden, was so die typischen Symptome bei mir sind, die bei mir zur Verdachtsdiagnose Autismus geführt haben. Also es sind eigentlich ganz viele Symptome. Ich versuche mal so einige wie möglich aufzuzählen. Ich weiß, ich bin sehr obsessed mit Autismus, aber das liegt wohl daran, dass ich gerade selber in der Selbstfindungsphase bin. Davor hatte ich nie eine Diagnose, die ja, also gepasst hat. Und dementsprechend habe ich dann auch, ja, also ich habe da immer lange gegrübelt, was kann es sein, was ich habe, warum bin ich so anders, warum werde ich so anders behandelt, warum reagieren manche empfindlich auf mich, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe und all diese Sachen. Es ist nicht so leicht für mich gewesen und es wird auch wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht leicht für mich sein, mit anderen Menschen klarzukommen, aber ich versuche jetzt mal erstmal die Symptome aufzuzählen, die ich, also die typisch bei mir sind. Fangen wir mit dem ersten Symptom an. Das ist Unverständlichkeit, was Sarkasmus und Ironie angeht. Also nicht, dass ich nicht weiß, was Sarkasmus und Ironie ist. Ich verwende es ja selber sogar sehr oft. Aber wenn jemand zu mir sarkastisch ist und es klingt halt irgendwie nicht sarkastisch oder halt, also es ist halt nicht offensichtlich genug, nehme ich das meistens immer ernst wahr. Und ja, also es ist für mich auf jeden Fall schwierig zu unterscheiden von etwas Ernstem und von etwas Sarkastischem bzw. Ironischem. Also es ist mir schon wirklich sehr oft passiert, dass jemand sarkastisch zu mir war und ich das einfach ernst genommen habe und man mir dann erstmal sagen musste, dass das Sarkasmus war. Und ich mich dann im Nachhinein natürlich gefremdschämt habe. Aber ja, so viel zu dem ersten Symptom. Dann gibt es noch ein Symptom, was bei mir sehr häufig vorkommt. Das ist das Perseveration oder so. Also die Unterform von Ekulalie. Ekulalie ist ja, wenn man etwas nachsagt von jemandem und das immer wieder wiederholt. Und bei mir ist es halt so, dass ich ein bestimmtes Wort oder bestimmte Wörter halt im Kopf habe, die ich wie ein Tick halt immer wieder, ja, wiederhole. Zum Beispiel blub oder aha oder ja. Oder ich kombiniere das manchmal auch in Sätzen. Aha, da ist jemand gut gelaunt. Ja, das würde ich auch so sagen. Ja, also zum einen das. Dann, ich habe einen geregelten Tagesablauf. Also ich habe immer denselben Tagesablauf, sage ich mal. Und wenn der gestört wird, vor allem unvorhergesehen, kommt das bei mir auch dementsprechend negativ an. Also ich bin dann wirklich überhaupt nicht gut gelaunt. Das geht wirklich so weit, dass ich Wutausbrüche bekomme und hast nicht gesehen. Also ja, also es ist halt wirklich keine gute Idee, mich beim Tagesablauf unvorhergesehen, unvorhergeplant zu beeinträchtigen. Ja, also zum einen das. Dann muss ich mal kurz überlegen. Ich habe Rituale, leider auch eher dysfunktionale Rituale. Wenn ich ein Getränk trinke und es dann eine längere Zeit stehen lasse, bleibt das dann halt auch halt unberührt. Also ich trinke das dann halt nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Vermutlich ist das ein unterbewusstes Ding. Auf jeden Fall fasse ich das Getränk dann nicht mehr an und habe lieber ein neues Getränk, was halt noch nicht geöffnet worden ist. Ja, zum einen das.
Habe ich ja noch die Reizüberlastungen, also Overloads, Meltdowns, Shutdowns. Oh, mein Finger ist gelb. Vom Rauchen. ja, also die kommen halt regelmäßig vor. Das habe ich auch schon öfter in anderen Videos erwähnt. Die sind auch nicht gerade also geistig fördernd. Sie machen mich halt fertig, also sie überfordern mich. Dadurch kann ich halt nicht klar denken und kann mich nicht fokussieren. Ich habe sowieso Probleme, also das ist das nächste Symptom, ich habe sowieso Probleme mit Multitasking und kann mich nicht auf mehrere Sachen auf einmal fokussieren. Das äußert sich dann so, dass ich, wenn ich auf eine Sache fokussiert bin und es interessiert mich sehr, vergesse ich alles um mich herum. Und sollte ich unterbrochen werden, kann ich leider nicht wieder zurück auf das, was ich vorher gemacht habe, gehen, sondern bin dann erstmal leider weg vom Fenster, was das angeht. Muss ich mal kurz überlegen. Ich habe Spezialinteressen, also ich habe ja schon mal erwähnt, ich bin Synchronsprecher. Mache das auch seit 2012 und wirklich sehr, sehr gerne. Also es ist mein einziges Hobby so wirklich. Ich habe einfach meinen Spaß dabei und ich mag es einfach, meine Stimme vielfältig einzusetzen und Emotionen darzustellen, in die Rolle des Charakters zu schlüpfen und jemand anders zu sein. Natürlich kann ich mir das nicht vorstellen, wirklich, also auf 1:1 wie jemand anders zu sein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstellen würde, ein anderer Mensch zu sein, das könnte ich nicht. Aber wenn es um fiktionale Charaktere geht, die ich spielen soll, kann ich gut rüberbringen, wenn man es so sagen kann. Ja, dann, was könnte ich noch sagen? Ich habe ja schon einige Symptome aufgezählt, die typisch bei mir sind. Überleg mal kurz, Burak. Was habe ich aufgezählt, was habe ich nicht aufgezählt? Das wird eh jetzt gecuttet. Muss ich mal kurz überlegen. Ich habe Schlafstörungen. Also das ist auch ein Symptom von Autismus, denke ich mal. Das ist auch ein typisches Symptom, was bei mir auftritt. Ich kann nicht gut einschlafen und auch nicht durchschlafen. Ich wache in der Nacht mindestens 5 oder 6 Mal auf und das mindestens für eine halbe Stunde oder mehr, sodass ich halt dementsprechend nicht durchgeschlafen habe und mich erholt habe. Deswegen schlafe ich auch meistens auch tagsüber. Ich bin, das ist auch ein typisches Symptom, ich bin sehr oft erschöpft und müde. Das verwechselt man manchmal bei mir mit Faulheit. Ich bin nicht wirklich faul, ich bin geistig fertig. Körperlich würde ich sagen nicht, also das macht mir jetzt nicht so viel aus, aber so das Ganze überfordert sein und zu viel nachdenken und planen, wie man in bestimmten Situationen sich verhalten soll, all das frisst bei mir Ressourcen. Natürlich habe ich dann auch noch so eine Maske. Da verstelle ich mich so sehr, dass ich nicht ich bin, sondern jemand, der eher extrovertiert ist. Ich bin nicht wirklich extrovertiert. Ich bin eher das Gegenteil davon. Naja, leider. Was heißt leider? Ich finde das gut. Aber ich finde es halt kacke, dass ich mich immer verstellen muss, damit ich über den Tag herumkomme. Ich weiß nicht, ob das auch ein Symptom ist, aber ich würde sagen, mein Deutsch ist halt überdurchschnittlich gut. Also ich kenne einige Fachwörter und Fachbegriffe. Mein Satzbau, meine Wortfindung, Wortbildung sind alles gut ausgeprägt. Dementsprechend, ich denke, das merkt man auch. Also mir wurde auch schon öfter nachgesagt, dass ich wie ein Professor rede. Zum einen das.
Also wir sind jetzt auch bei 10 Minuten angelangt. Ich will das Video auch nicht ewig lange fortführen. Keine Ahnung. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Video natürlich auch einen Daumen hoch geben und mich abonnieren, um weitere Videos auch von mir mitzubekommen. Macht die Glocke auch an, damit ihr auch nichts verpasst. Ich wünsche euch alles Gute, wo immer ihr auch seid, und bis zum nächsten Mal.